In Koblenz am Rheinufer, im kurfürstlichen Schloss, sind zu dieser Zeit militärische Dienststellen untergebracht. Hier arbeitet inzwischen ein Rivale Halders am Aufmarschplan für den Feldzug gegen Frankreich. General Erich von Manstein, Stabschef der neu gebildeten Heeresgruppe A. Gemeinsam mit dem Panzergeneral Heinz Guderian, der ebenfalls in Koblenz stationiert ist, entwickelt Manstein ein ganz neues Konzept. Er denkt nicht wie die Strategen des Ersten Weltkriegs in festen Stellungen. Er will den Bewegungskrieg. Ein rollender, nie zum Stillstand kommender Angriff, nur von motorisierten Einheiten vorangetragen. Eine Idee, die dem Denken der Generäle in ganz Europa zuwiderläuft. Militärisch gesehen eine Revolution, aber auch ein Plan, der riesige logistische Probleme aufwirft. Um den Frankreich-Feldzug ranken sich viele Legenden. Der Militärhistoriker Karl-Heinz Frieser hat sie durch neue Forschungen auf ihren wahren Kern zurückgeführt. Die Deutschen machen was ganz Verrücktes. Nach dieser Idee des Generals von Manstein griffen sie mit ihren Panzern durch das Waldgebirge der Ardennen an und überraschten dadurch vollkommen die Alliierten. Das Zweite war der erstmalige Einsatz der Panzerwaffe auf operativer Ebene. Während die Alliierten, die über 4200 Panzer verfügten, ihre Panzer entlang der gesamten Front verkleckert hatten, konzentrierten die Deutschen ihre 2400 Panzer hauptsächlich in den Ardennen, brachen hier durch und dann war die große Überraschung geschafft. Der Angriff soll im Süden Belgiens erfolgen, wo ihn keiner erwartet. Dass die Neutralität der Benelux-Staaten verletzt wird, nimmt man billigend in Kauf. Es ist die Operation, die als Sichelschnitt berühmt wird. Die Idee Mansteins zum Sichelschnitt war so atemberaubend, klang so verrückt. Es war wieder Alpenübergang, Hannibal mit Elefanten, dass man das eher der Fantasie eines Jules Verne, aber nicht dem methodisch-pedantischen Denken eines deutschen Generals zugetraut hätte. Und so gelang ihm die vollkommene Überraschung. Der wunde Punkt in Mansteins Plan: Der Sichelschnitt bietet den Alliierten eine hunderte Kilometer lange offene Flanke. Ein Wabonspiel. Der Erfinder des Manstein-Plans wurde sein allererstes Opfer. Den General von Manstein wurde abgelöst, weil man diesen Plan für abenteuerlich und für verrückt erklärte. Generalstabschef Halder schiebt Manstein auf einen Posten in Stettin ab. Dennoch gelingt es Manstein, Hitler seine Pläne vorzutragen. Ironie der Geschichte: Hitler kann Manstein nicht leiden und er versteht gar nicht die Tragweite von dessen Planung. Dennoch wird Manstein Hitlers entscheidender Ideengeber. Hitler wurde im Nachhinein von der NS-Propaganda als der Schöpfer des Sichelschnitts gefeiert. In Wirklichkeit aber hatte er diese Idee gar nicht richtig verstanden. Wie sich wenig später zeigen wird. Doch zunächst geht es vorwärts mit General Guderian an der Spitze. Wir waren uns darüber klar, dass dieses schwierige Unternehmen nur gelingen und der Erfolg nur ausgenutzt werden konnte, wenn Führer und Truppen sorgfältig darauf vorbereitet wurden. Im festen Vertrauen auf den Sieg traten wir am 9. Mai den Vormarsch zur Grenze an. Walter Heinlein ist junger Kanonier in einer Division, die dem Panzergeneral Guderian unterstellt ist. Sein Einsatz im Krieg gegen Frankreich ist für ihn aufgrund seiner Erziehung eine Selbstverständlichkeit. Die Feindschaft zu Frankreich, Erzfeind, war uns immer wieder eingebläut worden. Und da haben wir gesagt, das ist eine ganz normale Geschichte, dass wir diese Gebiete wieder zurückhaben wollen. Das ist uns auch in der Schule immer gesagt worden. Ne? Nachbarn sind Feinde. Der Zeitgeist jener Jahre. Am 10. Mai 1940 beginnt der Angriff im Westen. Durch Südbelgien sollen die schnellen Einheiten vorstoßen. Die Landschaft ist so gebirgig, die Straßen sind so schmal, dass sie für Panzer als unpassierbar gelten. Dennoch wird das Experiment gewagt. Insgesamt mehr als 40.000 Fahrzeuge der Wehrmacht werden in Marsch gesetzt. Doch das Terrain der Ardennen stellt immer neue Probleme.
Die Kritiker des Manstein-Planes scheinen recht zu behalten. Die Marschkolonnen der Panzer und der nachfolgenden Infanterie verstopfen immer wieder die schmalen Gebirgsstraßen. Spötter nennen den Vormarsch den größten Verkehrsstau der Geschichte. Wir standen mit unseren Panzern und ich war ja also bei einer Panzerinfanterie-Kompanie. Wir saßen auf unseren Fahrzeugen, wir konnten immer 7 Mann drauf sitzen, stundenlang und fuhren nicht weiter. Immer besteht die Gefahr, dass die stehenden Fahrzeuge der Luftwaffe des Gegners ein willkommenes Angriffsziel bieten. Da waren die Straßen von uns, von unseren Fahrzeugen und Panzern oft so verstopft, da hieß es auf Postkartenstärke ranfahren, also aufschließen. Schließlich gelingt es doch, die Blockaden aufzulösen. Da die Alliierten den unwahrscheinlichen Ardennenangriff nicht erwartet hatten, gibt es unterwegs nur wenig Verluste. Der Überraschungsfaktor wird entscheidend. Der Vormarsch, der ging ganz so schnell, da haben wir ein Schloss gefunden. Und da war ich beteiligt mit dran. Und da sind wir in das Schloss, da waren englische Offiziere drin. Die haben gerade gefrühstückt, oder es war also... Ja, uns war das schleierhaft. Die waren so überrascht durch unseren Vorstoß, die nie gedacht haben, dass es nicht geht. Haben wir alle gefangen genommen. Ne? Die Soldaten machen die Erfahrung, einer modernen, geradezu unbesiegbaren Armee anzugehören. Eine gefährliche Illusion, wie sich noch zeigen soll. Die Wehrmacht hat nur wenige moderne Divisionen. Die werden eingesetzt wie die stählerne Spitze einer Lanze. Von 157 Divisionen insgesamt verfügen nur 10 über Panzer und nur 6 sind motorisiert. Hinter den Panzern folgen die bespannten Einheiten, die technologisch noch auf dem Stand von Napoleons Zeiten sind. Und die große Masse der Soldaten marschiert zu Fuß. Die meisten Divisionen sind schlecht ausgerüstet. Nur rund die Hälfte des Heeres ist überhaupt voll einsatzfähig. Doch das Konzept der Armee ist modern, vor allem durch die sogenannte Auftragstaktik. Die deutsche Armee war berühmt dafür, dass sie den unteren Leuten Spielraum ließ für die Ausführung von Befehlen. Das heißt nicht, du greifst jetzt an, gehst mit deinen Leuten hier den Hang rauf, brichst da hinten durch den Wald durch und greifst dann die Höhe von hinten an, sondern... Die Kompanie greift den Feind dort an, nach örtlicher Erkundung, nicht wahr? Oberleutnant sowieso führt den Angriff. Und dann konnte er die optimale Position herausarbeiten, die die hinten gar nicht wissen konnten. So bekommt jedermann seine Aufgabe. Zugleich wächst damit die Verantwortung der Unteroffiziere und Soldaten. Auch im moralischen Sinn, die Frage nach Gut und Böse stellt sich für jeden Einzelnen. Bunker bei Sedan. Das nächste Hindernis für die Wehrmacht liegt südlich der Ardennen. Das Tal der Maas ist festungsartig gesichert. Hier hatten die Deutschen 1870 einen